herzlich willkommen zu einem neuen Display auf diesem Kanal. Ich bin Omnitron und ich spiele South Park The Stick of Truth. South Park sollte ja, glaube ich, den einen oder anderen bekannt sein, ne? Und das Spiel wahrscheinlich auch. Ist ja schon ein bisschen länger her und der zweite Teil soll ja bald rauskommen, so Frühling 2017. Und deshalb spiele ich jetzt noch den ersten Teil, hau den raus und schwelge ein bisschen in Nostalgie. Hat ja viele Anspielungen, also das Spiel hat ja viele Anspielungen auf die Serie. Also wer die Serie nicht kennt, beziehungsweise auch die gar nicht mag, für den ist das Spiel auf jeden Fall nichts. Es ist quasi eine ziemlich lange interaktive Folge von der Serie. Können wir so grob zusammenfassen, ne? Und worum es geht, das sehen wir gleich, wenn wir auf neues Spiel klicken. Also Leute, wenn ihr Bock habt, begleitet mich auf eine Reise nach South Park. Wir sehen uns gleich wieder. Tauchen wir ein in diese Welt. Von South Park. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. South Park, District of Truth! Ja! Da hat man jetzt gerade eben die Geschichte, also die Grundgeschichte, die Vorgeschichte hat man gesehen. Wir sind auf jeden Fall der Neue. Wir müssen uns entscheiden, helfen wir den supermächtigen Zauberer oder den bösen dunklen Elfen. Ah, schwierige Entscheidung. Jedenfalls können wir uns jetzt selbst erschaffen. Was wollen wir denn sein? Hä? Was für ein Charakter wollen wir denn sein? Ah, nehmen wir auch mal. Deutsch, ne? Die Hautfarbe. So. Also ich weiß noch nicht, ich versuche so vielleicht so täglich oder alle 2 Tage das Let's Play rauszuhauen. Also eine Folge von des Let's Plays rauszuhauen. Und na, ich weiß nicht, ob ich, wie ich in diesen, Folgen schneiden werde. Also wie viel ich weglasse. Vielleicht lasse ich auch alles drin. Gucke ich mir da noch an. Vielleicht überspringe ich jetzt auch so ein bisschen die Charaktererstellung. Könnten das wir sein? Also, das sieht doch schon ziemlich heldenhaft aus. Oh Mann, nein. Okay, das war schon richtig. Also sowas, nein, das ist komm. Machen wir so. Machen wir die lange Frisur eines Kriegers. Wir sind kein dickes Kind, wir sind ein Kriegerkind. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Ist nicht ganz eine Sonnenbrille, aber kommt denn am nächsten. Oh, wir ziehen ein ins South Park. Yay! Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Yeah. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here.
We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie? Hun, you all dressed? Ja, klar. Hey, champ. How do you like your new room? Cool. I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Yeah. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Oh, neue Quest, der Neue in der Stadt. Wir sind neu. Und ich bin vollkommen normal. Überhaupt nicht gestört. Okay, ne, wir sind jetzt neu. Hier ist unser Zimmer und ja. Guck mal, hier ist unser Inventar. Okay. Ist nichts drin. Ah, wie ging nochmal sprinten? Ich hab das noch nie mit Dings. Finde ich noch aus. Und Baseballkarten, geil. Und ein Fisch. Schade, dass wir den nicht mitnehmen können. Kann ich sprinten überhaupt? Man sieht hier schon direkt, das Spiel hat immens viele Anspielungen auf die Serie. Also hier, wer kennt sie nicht? Die Furzbrüder. Die beiden da, die Furzbrüder. Und naja, also wenn man die Serie nicht kennt, wird man viele Witze hier nicht verstehen. So, also wir sollen runtergehen, da geht, aber nein, wir erkunden noch ein bisschen das Haus, ne, hier würden wahrscheinlich, oh, Mama und Papa, da komm ich rein, und hier müsste die Toilette sein. So. Ja, ich spiele nicht so häufig Gamepad. So, wir können natürlich duschen. Und natürlich duscht man mit Klamotten. Ah, ist das herrlich. So. Achso. Ich dachte, man kann die Tür nochmal zumachen. Okay, lassen wir die Tür eben offen. So, und man kann auch kacken gehen, das ist doch schön, ne? So, was? Also, ich war nicht vorbereitet. Kacken. Oh! Ja, Menno. Ich bin zum schlecht zum Kacken. Das gibt's doch nicht. Ich malträtiere den A-Knopf und es passiert einfach nicht. Ich glaube, das habe ich auch schon nicht mit Maustastatur hingekriegt, ne? Nee. Ich kann nicht scheißen. Schweinerei. Ich kann nicht scheißen. Ja, also man merkt, das ist ein seriöses Let's Play. Es ist ein seriöses Spiel. Ne, keine Ahnung, irgendwie. Ich bin so schlecht zum Kacken. Aber irgendwie habe ich es auch nicht mit Maus und Tastatur bekommen, so vor einem Jahr oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange schon her ist, als ich das gespielt habe. B gedrückt halten und ich kann rennen. Ja, ich kann rennen. Wenigstens kann ich rennen. So. Geld. Geld. Und Geld. Nein. Ich drücke immer X oder ne. Geld. Und. Go on outside, sweetie. Go look around the neighborhood. No, no. Okay. You are this close to a timeout. Nein. Mir tut's auch. No, gar nicht leid. No. Kann ich auch nicht, okay. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ja. Oh, verdammt. Okay, den Rest des Hauses zeige ich euch später in meiner neuen Roomtour.
Ach, Quest. Oho, der neue in der Stadt. Geh nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Alles klar, Digga. Okay. Alles klar. Oh, wir sind da. Okay. Zoom. Oh, ich dachte, wir können näher ranzoomen. Noch näher. Geht nicht. Da sind wir. Okay. Schließen. So, und ich glaube, da können wir noch nicht vorbei. Also da können wir noch nicht durch. Da müssen wir später Fähigkeiten, also Skills ja erlernen, um da durchzukommen, damit wir an diese schöne Tasche da hinkommen. So, können wir da hier schon durch? Nein, auch noch nicht. Aber wenigstens können wir Holz zerschlagen. Okay, wir können auf Holz ein bisschen schlagen. So, können wir hier rein? Ich glaube, ich werde hier zwischendurch ab und zu mal ein bisschen was schneiden, ne? Damit es nicht zu langweilig wirkt. Okay, können wir irgendwie... Ah, ja, Inventar. Gesundheitstrank, also warte mal. Hier ist unser Gesundheitskrank. Kram, den können wir schön verkaufen. Wer auch immer halt so einen Schwamm oder Gabel oder rostiges Rohr haben will. Es gibt für alles einen Käufer, ne? Surferbrücke. Ja, das ist schon... Hey, wir sehen echt cool aus. Muss ich sagen. Die Sonnenbrille haben wir schon. Ah, können wir ausziehen? Okay. Oh. Da sieht man mit so einem schwarzen Blendschuss kriegt man sofort die Narbe weg. Das ist echt krass. Da sieht man so rechts das Auge. Ne? Da ist die Narbe da. Und schon ist sie weg. Da, weg. Krass. Wie schnell das heutzutage geht. So, wir haben noch keine Arme, noch keine Waffen. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Aber wir haben schon Geld. $8.94. Krass. So. Laufen wir hier ein bisschen weiter rum. Auf die Straße können wir nicht. Die ist hier fertig. Haben wir gerade gesehen. Da war ein Auto. You shall die by my Warhammer, Drow Elf. Nuh-uh. I banish thee to the forest realm. That way I banish you first. Haha, you can't hold out much longer. Help, somebody. I can't hold out much longer. Die Menschen kämpfen gegen die dunklen Elfen. Oh mein Gott, er schlägt ihm auf ihn an. Oh mein Gott, hör auf. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. Oh. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Yay! Ja, ich hab Freunde. Ich hab endlich einen Freund. Einen ganzen Freund. Und es ist Bartas. Yay. Aber es war jetzt... Ich musste eingreifen, ne? Also ich meine, er hat die ganze Zeit auf ihn draufgeschlagen. Er lag schon am Boden. Ne, das ist nicht okay. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way. In the greenhouse. Over there. Yeah. Warte. So... Ich bin so freudig, dass ich... Ich bin so erfreut, dass ich gegen dieses Shit schlagen muss. Und ich will dieses glänzende Ding, aber ich komme noch nicht dran. Hey, where are you from? Tennessee. Where'd you live before moving here? Das würdest du gerne wissen, ne? Das würdest du gerne wissen. Ja. Geil. Oh. All hail the Grand Wizard. Yay. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Das sagenumwobene Cooper Keep. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Und natürlich muss man wieder alles mitnehmen. Yay, Garagenschlüssel! Okay. Und jetzt kommt was Cooles. Don't talk to her, she's not part of the game. Und da hat er gerade eben, wir haben uns gerade unsere Mutter aus Versehen geschlagen, ne? Und jetzt. Also unsere Mutter fand das nicht toll, aber. Sie steht drauf. Sie steht einfach drauf. Sie steht auf Schläge. Diese schmutzige. Diese versaute. Oh my. Ja. Ich hab's halt drauf, ne? Das war genug Fernsehen für dich heute, Schätzchen. Versaute Sau. Ich glaube, das Spiel sogar FSK 18, ne? Falls sich Leute wundern. Welcome to the Kingdom of Koopa Keep.
Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. Wow. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, just how he seems to be rolling right now. Wunderbar. Krass. Die schönste Maid im ganzen Reich. Geil. Blumen für die Prinzessin. Oh Gott, wir müssen Blumen. Blumen. Zum Glück weiß ich noch, wo die sind. Ja. Kenny, du brauchst die Blume. Oh. Yay. Yay. Warum kann ich das nicht öffnen? Scheiße. Egal. Ah, da, ich habe den Knopf gefunden. Hey Jan, wir haben einen neuen, der mit uns spielt und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Ja, war das, ja. Okay, da rede ich mal hier mit den Leuten. Oh, Musik. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. Mhm, ja, du warst sehr heldenhaft. That's the line the Grand Wizard gave me. Okay. So. My loyalty is as incurable as my diabetes. Meine Treue ist unheilbar wie mein Diabetes. The power of diabetes is both a gift and a curse, but mostly a curse. Oh Mann. Hey, boah, direkt zwei neue Freunde, krass. Hey, schon direkt vier Freunde, das geht sagenhaft schnell, ne? The Wizard's Stump. Perhaps one day I will show you what it does. Rumliegen. Ah, you have located the training area where our massive army learns to fight. Ja, ich kämpfe schon. Ah. So. Zeit zum Reden mit dem Großmagier. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. Yeah. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Und jetzt kommt das beste Feature. Also wir heißen Mighty... Oder nee, wir nennen es einfach Omnitron, ne? Oder Omnitron der Glorreiche. Glo... Der geht nicht weiter, okay, der Glo. Omnitron der Glo, das ist ein krasser Name, ne? You entered Douchebag, is that correct? Nein, are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief or Jew. Also, wir bleiben Omnitron der Glo eigentlich, aber er meinte, wohl Saftsack würde besser zu uns passen. Egal, dann sind wir halt Saftsack der Glorreichen. So. A mage is like a wizard, only not as cool. Okay, wir sind nicht so cool wie Cartman, weil er ist halt der Wizard. You look sneaky enough to be a thief. Ja, ich meine, schon krass, ne? Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Oh Gott, wir dürfen nicht nur nehmen. Sonst werden wir niemals Freunde von Cartman. You look sneaky. A mage is like a wizard. A fighter has courage, honor and the ability to kick fucking ass. Yeah. Ich will Arschtritt verteilen. Aber... A mage is like a wizard, only not as cool. Den habe ich schon mal gespielt, ne? Ich nehme lieber den Dieb. Ich bin der Sneaky Man. Sneaky Beaky. Ja. We welcome to our kingdom, Douchebag the Thief. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Ja, ich bin ein Dieb. Oh. Ich soll mein ganzes Taschengeld spenden, weil das eine Regel für Paladin ist. Weiß jemand, wem ich es geben soll? Dein König verlangt seinen 10. Paladin, komm für ein Gespräch zu mir. Ich meine, mir könnte auch ein bisschen was geben. Ja, also mir könnte mehr als einen 10. geben. Ne? So 2/13. Ne? Ja. So, okay, wir sollen eine Waffe kaufen. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Na, ich glaube, das ist eine Falle, aber... Don't waste your money on tips and rumors. Okay.
Gut, ich dachte schon, es wär ein blöder Tipp, aber es ist ein nützlicher Tipp. Gut, danke. Okay, gut angelegt, diese $2. Don't let it bother you that there's a game to be played. Ja, okay. Wir können diese Waffen halt nicht nehmen, weil sie halt nicht von unserer Klasse sind. Also wir haben jetzt ein etwas schwächeres Schwert, sieht man hier. Klinge des Kriegers 17 bis 23 und wir haben nur 10 bis 15, ne? Ist sogar die schwächste Waffe, aber wir sind halt sneaky, ne? Wir greifen von hinten an. Deshalb, a lovely purchase. Deshalb nehmen wir jetzt mit Schurkendeutsch und naja, werden wir sehen, was wir damit anrichten können. Ja, ich bin echt Hardcore-Gamer. Ich meine, ich bin echt krass. Also, ich muss ja wirklich alles nachgucken, ne? Okay, ich kann noch nichts kaufen. Oh, super. Okay. Schurkendeutsch ausgerüstet. So, Distanz haben wir noch nicht. Okay, das ist unser... Also, warte mal. Verringert Abwehr bei perfekten Angriffen auf blutende Ziele. Okay. Also wenn wir sie blutig schlagen, dann können sie sich nicht mehr gut wehren. Okay, maximale Trefferpunktzahl 5. Gut. Und ich hatte 10% mehr Geld. Ja, das ist wirklich gut. Also mehr Geld, das ist, glaube ich, das gefällt mir. Ach. Krieg ich auch die Dinger weg. So, oh, haben wir... Oh. Ja, das... Jetzt haben wir so ein neues Bad, jetzt sitzen wir echt ein Dieb. Ja. Und Okama Games Fair. Mit der neuesten Grafik und dem gewaltigsten Spiel aus dem Jahr 2001. Krass. Bestimmt gewalttätiger als dieses Spiel hier. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Thad. What? Ja. Beat up Thad, new kid. What I do. I'm the king, Thad, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Ja, ich mach ihn schon. Ich mach ihn sowas von fertig. So, jetzt sieht man direkt das Kampfsystem. I'm gonna kick your ass. Claude, you have to wait your turn. That's so, late. Sonne freikriegen. No, Claude, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Claude. I know it's lame, Claude, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Claude's face in. Don't be shy. Ich mach ihn sowas von fertig. Okay, einfach blockieren. So, okay, wir haben nur diese eine Attacke, ne? Okay, die, ja. Come on, fight! Also irgendwie... So. Wenn eine Waffe blinkt, drücke A, um anzugreifen. Ja. Oh, nimm das. Yeah, Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Ja, okay, nochmal. Okay, X für einen Machtangriff. Alles klar. Oh. Oh, nimm das. Oh, shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Krass. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. Okay. Tippe A, wenn du eins... Okay. Prepare yourself. Ach du Scheiße. Suck it. No, no, I said protect. Protect your bow. Okay. Ich hab meine Eier nicht gut geschützt. Ja. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. So. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Ich mach den sowas fertig, deswegen. Okay, Fähigkeiten. Oh ja, Mäulchen, that's what I'm talking. Okay. Oh ja, richtig in den Rücken rein. Wipe that smile off his stupid face, Big Mac. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Ja. Oh, das zweite Mal war ein bisschen blöd. Oh, jetzt sieht man, er blutet. Und dadurch verliert er immer mehr Leben. Irgendwie habe ich gerade echt ein Problem mit... So, okay. Okay, jetzt leuchten wir ihn nochmal. Du wirst dafür zahlen, dass du den König beleidigt hast. Oh, und er ist tot. Beziehungsweise verletzt. Und heute. Bitch. Dude, that was awesome! You were all like, beam, and Clyde was all like, nah, nah. Okay, you prove yourself worthy, douchebag.
Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Yeah. Das Relic. Da, ich mach dich immer noch fertig. Would you like to see my wares, weary traveler? Ich wollte euch eigentlich nur verarschen. Wollte ich fertig machen. Okay, das Relic. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Okay, die machen wir... Oder kurz anfassen? Können wir den nicht anfassen? Okay. Ich will ihn anfassen! Ja, okay, ich wollte noch kurz gucken. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Ah, das ist das Reich. Unser Reich, Koopa Keep. Also, wir gehören jetzt auch denn an, ne? Okay. Wird unser glorreicher Held den Ansturm der Elfen bezwingen und den Stab der Wahrheit retten? Oder wird er bei dem Versuch kläglich scheitern? Wird er hinter das Geheimnis des Stabs kommen? Und was mit der Prinzessin? Wird er ihr Herz erobern? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park, The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!